Welcome back to another German Food Review and it's Domino's time. Domino's. Ja, Chicken Strippers ist das on here. Pizza Rolls. Mm-hmm. That is weird. Chicken. But no strippers. Okay, ja, maybe the wrong box, don't know. But the price is 5 Euro. Check one, Charlie. 5 Euro, 7 yeah, chicken pieces, I don't know, chicken pieces, I hope there's no bone. And a dip, but look at this, it's just a half dip, okay. But it's the awesome barbecue sauce, this one is very, very tasty. Yeah, 5 Euro for this, okay, here's my name. And napkins from Domino's, so let's make a nice thumbnail. Let's get rid of this one here. That's the Joey's box, basically. Okay. And 3, 2, 1. Mmm. Yeah, it's coated chicken. One second. Where is it? Here it is. The picture. No. But you can see chicken strippers, 7 pieces. So let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. But this is a small one and this is a huge one. And this is this one is a baby. Okay, yeah. Yeah. Don't know, looks a little boring. Greasy somehow, but let's taste it first without the dip. No, something first and then it's tasty. So let's open the barbecue sauce and let's zoom a little in. Now it's eating time. Here we go. Okay, no bone, just chicken, and it looks like chicken. Yeah, calories not available. That sucks, but I guess it's quite high. It looks like deep fried. Here we go. Mm-hmm. Yeah, it's not hot or super spicy. No, it's chicken with breading. Mm. Mm. But the chicken is quite tasty. Yeah. Yeah, but the coating is a little boring. Let's try it with awesome barbecue dip. Here we go. Mmm. Holy cow. This one is good. Yeah, but it tastes just like barbecue sauce. Mmm. I really love that stuff here. That's yeah, the best barbecue sauce for me. But there's no point in eating that with the barbecue sauce. There's no chicken. There's just barbecue sauce. Let's try one standalone. Here we go. Yeah, the chicken is okay. The coating is a little boring. With the dip, it just tastes like dip. So it's yeah, expensive nuggets basically. Let's see, one more. That looks like a real piece. Maybe it's pressed. Don't know, but it's greasy. Here we go. Yeah, but standalone, it's too boring. It's okay, the chicken is okay, but the coating is too boring. Mm. What is the other dip?
Sweet Chili, Asia or Curry. Ja, would I buy this again? No, I don't know, but it's better than the McDonald's Nuggets, for example. But standalone, it's not good enough. But it's tasty chicken, not boring. And with a dip, it just tastes like dip. So, but yeah, it's okay, thumbs up. It's definitely not bad. Maybe a little pricey. Chicken nuggets are better for that. Maybe €2.99. Then it would be okay. Yeah, but it's not bad. It's tasty, and this stuff here is super tasty. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Domino's. Auch Jack von Charlie. Und zwar Chicken Strippers mit Barbecue Dip. Für 5 Euro. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel das ist. Ja, dazu gibt es irgendwie keine Angaben. Das ist richtig beschissen. Bei Joey's und Domino's und auch bei den meisten anderen Pizzaketten. Außer bei Call of Pizza, da sieht man es. Ja, hier Domino's. Und hier der super Barbecue Dip, aber man bekommt bloß einen halben. Aber okay, reicht auch aus. Und hier seht ihr auch, was es noch gibt. Curry, Sweet Chili, Asia oder Barbecue. 5 Euro, 7 Stück. So sehen sie aus. Ja, ein bisschen langweilig, oder? Aber okay, vielleicht schmeckt es ja gut. Mal sehen, ist auf jeden Fall fettig. So, machen wir mal. Und ja, die sind unterschiedlich groß. Ich meine, hier gibt es einen ganz kleinen. Und da gibt es einen mittleren und hier ist ein großer, was auch immer das soll. Ja, wenn man Pech hat, bekommt man 7 kleine. Dann ist man am Arsch. Hey, fokussieren. Und das sieht aus wie, wie ein Stück Chicken oder so, aber man kann, es kann auch gepresst sein, kein Plan. Ich weiß auch nicht, wie viel das ist. Das ist wie ein Nugget, oder? Seid ihr Nugget-Experten? Ich koste mal. Ja, das außenrum hier schmeckt einfach nur, ja, sagen wir mal, langweilig. Das ist einfach nur so eine Brotpanade oder so. Und dann frittiert wahrscheinlich. Ja, ist nicht richtig aufregend. Ist jetzt nicht so wie KFC, wo man denkt so, wow, das ist hier so. Okay, aber das Chicken ist ganz gut. Schmeckt nach Chicken. Ansonsten ist es ein bisschen langweilig. Ich meine, irgendwie ein bisschen Pep oder so rein. Dann wäre es in Ordnung. So, wenn es langweilig ist, dazu hat man ja einen Dip. Okay, das ist die Idee. Jetzt werde ich das mal hier rein dippen und here we go. Aber ich sehe da keinen Sinn drin, das so zu essen. Dafür ist es einfach zu teuer. Man schmeckt nur den Dip. Ja, und man fühlt halt die Panade. Das war's. Man schmeckt kein Hähnchen, nichts, denn der Dip und so ist zu stark. Ja, weiß nicht. Ich würde das immer so essen. Aber es hier schmeckt schon besser als McDonald's Nuggets zum Beispiel. Aber, ja. Einfach so würde ich mir das nicht kaufen, so zwischendurch. Ich meine, ein paar KFC, Crispies oder so, die kann man sich reinziehen, die sind geil. Aber das hier ist so ähnlich, aber nicht so aufregend. Aber ist zwar langweilig, aber nicht schlecht, denn es schmeckt nach Hühnchen. Aber 5 Euro dafür, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen zu viel für mich. Ja, sagt ihr, dass 5 Euro dafür zu viel sind? Waren die lange genug drin? Wo sind die sonst dunkler? Ja, sieht noch richtig im Filet oder so aus. Aber okay, ja, damit kann man sehr viel tricksen. Wenn man noch den hier mit die Barbecue-Soße ist, der Hammer, das solltet ihr probieren, wenn ihr einen Domino's habt. Steht zwar hier nicht drin, dass man ihn einzeln kaufen kann, aber müsst ihr nur sagen, dann bekommt ihr den. Das ist die beste Barbecue-Soße, die ich bis jetzt hatte. Ja, dann mal.
Oh no. Oops. Chick von Charlie. Ja, es gibt nur zwei Dominos in Berlin. Okay. Ja, Rating. Jetzt bekommt einen Daumen nach oben, denn es schmeckt nicht schlecht. Wo ist denn der jetzt hin? Ist zu langweilig, um es alleine zu essen. Und mit Dip ergibt es für mich keinen richtigen Sinn. Ich meine, andere mögen das vielleicht. Okay, deshalb bekommst du auch einen Daumen nach oben, weil es schmeckt schon. Aber würde ich das nochmal kaufen? Nein. Daneben ist ein KFC, da würde ich mir ein paar Crispies reinziehen. Oder Hot Wings. Ja, so einfach. Aber ist klar. Sehr werten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.